ganz heiß. Ich manipuliere mein Gehirn herum. Drum zeig ich euch, wer wohnt. Wir alle kennen das Problem. Einmal im Urlaub nicht aufs Handy aufpassen müssen. Oder im Alltag. Sonne, Wasser, nervige Kinder oder deine Freundin. Ich will nur mal was nachschauen. Oh hoppala, da ist mir was runtergefallen. Zerstören tagtäglich unsere Handys. Doch damit ist jetzt Schluss. Wir haben uns mit dem professionellsten Team der Erde zusammengesetzt und haben für euch den Sack-O-Mat erfunden. Er bietet euch Schutz und schenkt euch Liebe. Sack-O-Mat. Beim Duschen. Sack-O-Mat. In großer Menschenmenge. Sack-O-Mat. Einfach überall. Sack-O-Mat. Versenke dein Handy im Stinkemüll und nie wieder musst du Angst vor Dieben haben. Dein Handy bleibt trocken und ohne Kratzer. Mein Handy bleibt trocken und ohne Kratzer. Jetzt auch neu, Sack-O-Mat für Veganer, ohne Fleischverpackungen. Sack-O-Mat, auch einfach nur zum Liebhaben. Sack-O-Mat, dein treuer Freund für jede Situation. Kauf auch du heute noch deinen Sack-O-Mat und erhalte kostenlosen Müll zu befüllen, ganz nach deiner Wahl dazu. Dank dem Sack-O-Mat blieb mein Handy ohne Kratzer und absolut trocken. Dank des Sack-O-Mats ging es mir besser als je zuvor. Sack-O-Mat und dein Handy bleibt unberührt. Wirst auch du jedes Mal mit nervigen Fragen bombardiert? Dann gibt es jetzt genau für dich das passende Buch, das kluge Buch für dich mit passenden Antworten. Kluges, kluges Buch, kluges, kluges Buch, kluges. Kluges Buch, kluges, kluges Buch. Um euch es zu verdeutlichen, habe ich folgende perfekte Beispiele für euch, um euch darzulegen, wie intelligent das Buch für euch agieren wird. Erste Frage. Bist du eigentlich wieder schwanger oder? Typische Frage, die man bekommt. Die perfekte Antwort lautet, nö. Ich bin einfach nur fett. Ich liege den ganzen Tag mein Hintern breit, fresse Fastfood und versuche weiterhin durch Umstandsmode meinen Schwabbelkörper zu verstecken. Aber danke der Nachfrage. Ihr seht zum Schluss positiv, ne? Positiv werden und positiv antworten. Das lässt euch auf der Freundesliste ganz weit oben stehen. Ja, kommen wir zur zweiten Frage, die ich für euch rausgesucht habe. Warum trägst du immer so viel Make-up? Ja, kam da mal nie rein und da habe ich eine tolle passende Antwort für euch auf diese doofe Frage. Das ist ja echt schlimm, so eine Frage. Da kann man einfach ganz tolle Antworten, das ist auch einfach aus dem Alltag herausgerissen. Ich versuche meine eitrigen Pickel und Oma-Haare, an denen ich den ganzen Tag herumspiele, mit fetter Spachtelmasse zu verdecken. Diese gewinne ich aus Eigenfett und Sie sehen, meine Damen und Herren, ne? Sie können den Menschen damit zeigen, wie umweltbewusst sie sind. Ja. So, die dritte Frage und damit eigentlich müsste Ihnen klar sein, dass dieses Buch einfach nur zu kaufen sein muss. Was machst du gerade so? Die nervigste Frage überhaupt. Und zwar ist die tolle Antwort. Ich bin gerade kacken und verseuche mein Handy-Display mit Kotviren, weil ich dir antworten muss, damit du, Schabracke, nicht gleich sauer bist, nur weil ich dir 5 Minuten später und nicht sofort antworte. Da einfach mal muss man drüber nachdenken, dass Ehrlichkeit wirklich am längsten hält. Ihr seht, es kann so einfach sein, eure Mitmenschen glücklich zu machen. Schenkt ihnen Aufmerksamkeit, aber vergesst euch dabei nicht. Zeigt euch, wie wichtig ihr euch seid und holt euch jetzt das kluge Antwortbuch. Jahrelang wurde ich gehänselt wegen meinem wunderschönen Damenbart. Aber dank der Lubi Haarentfernungscreme ist das jetzt vorbei. Ja, Es hat geklappt. Seht mich an. Dank dieser tollen Creme. Ich bin so dankbar, dass ich diese Creme gefunden habe. Und mein Leben ist ganz toll geworden seitdem. Ich habe keinen Damenbart mehr. Es sind nur meine Nasenhaare gewachsen, aber das macht ja nichts. Und die sieht man gar nicht mehr. Toll. So, und noch zwischendurch mal eine kleine Werbung meinerseits. Auf Instagram mache ich ganz viele Stories. Wen es interessiert, da teile ich nicht nur irgendwie Sachen fürs nächste Video, sondern auch mal so zwischendurch Sachen und tolle große Ankündigungen. Da könnt ihr mir gerne folgen, das schreibe ich euch nochmal rein und verlinke euch. Und bei Twitter bin ich da, mache ich auch ganz viele Sachen und bei Facebook. Ich verlinke euch das alles mal unten und Dankeschön. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, ihr könnt mich gar nicht ernst nehmen, so wie ich aussehe. Ich wollte einfach mal was anderes machen und hatte Lust, spontan so einen Quatsch und Blödsinn mit euch, also für euch zu drehen. Und danke an Sauerbazi fürs Mitmachen. Danke an André fürs Filmen. Und mir hat das Ganze mega viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob das euch gefallen hat, sowas Verrücktes mal zu sehen. Ich wollte einfach mal was anderes machen. Und falls es euch gefallen hat, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ich vielleicht öfters sowas Ausgefallenes machen kann, mal was ganz anderes. Und danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.